Schönen guten Tag, Frau Markmeier-Pieles von der Uni Freiburg, genauer gesagt Stabsstelle Sicherheit. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, für ein kurzes Interview im Rahmen der Reihe Ein Herz für Freiburg teilzunehmen. Sind Sie so nett, fangen vielleicht einfach damit an, uns so ein bisschen was über Ihren Background zu erzählen, wie Sie da hingekommen sind in der Position, wo Sie jetzt ja, sind. Ja, mache ich natürlich sehr gerne, Herr Beutke. Vielen herzlichen Dank, dass ich hier überhaupt teilnehmen darf. Das ist natürlich schon mal eine ganz besondere Ehre. Vielen, vielen Dank. Mein Name ist Petra Markmeier-Pieles. Ich bin jetzt schon eine sehr, sehr lange Zeit an der Universität Freiburg, genau seit 1992. Ich habe ursprünglich mal Chemie studiert in Bielefeld und Göttingen, war dann 2 Jahre am Umweltministerium in Rheinland-Pfalz, eigentlich in einem ganz anderen Bereich, zuständig für die Referentin für Gentechnik, durfte dann 92 Jahre an die Universität kommen und habe zunächst den Bereich biologische Sicherheit betreut und dann zunehmend mehr Aufgaben und jetzt ist es eigentlich die Leitung der Stabsstelle Sicherheit. Das umfasst die Arbeitssicherheit, die biologische Sicherheit, den Strahlenschutz, den Brandschutz, den Mutterschutz. Ich glaube, das reicht. Und so ein paar Zusatzaufgaben, so was Kleines wie Corona kam jetzt auch noch dazu. Also wir sind gut ausgelastet und das ist ein super spannendes Arbeitsfeld. Oh ja, das ist ja also faszinierend, sage ich jetzt mal. Bei Chemie habe ich kurz gezuckt. Es war leider nie mein Fach. Da beneide ich Sie ein kleines bisschen drum, dass Sie in die Richtung gegangen sind. Sind Sie jetzt, was die Sicherheit angeht, Sie sind ja sehr breit aufgestellt. Sind Sie für Mitarbeitende zuständig, für Studierende zuständig oder sind Sie für alle zuständig? Also ich sage mal, eigentlich für alles, aber doch nicht so wirklich. Also rein gesetzlich sind wir wirklich für den Arbeitsschutz eigentlich für die Mitarbeitenden zuständig. Das ist so im Arbeitsschutzgesetz geregelt. Aber de facto kann man das an der Universität eigentlich nicht trennen. Das heißt, irgendwie sind wir auch für die Studierenden zuständig. Denn natürlich, das klar, wenn Studierende vielleicht irgendwas machen, was gefährlich ist, dann gefährdet das auch unsere Mitarbeitenden und umgekehrt. Also man kann das nicht trennen und nicht nur ich, sondern wir wollen das einfach auch nicht trennen und arbeiten da wirklich ganz, ganz eng eben mit dem gesamten Bereich Forschung und Lehre zusammen. Und ich glaube, alles andere macht auch keinen Sinn. Also das ist, glaube ich, weniger ein Thema, was rechtlich jetzt so ist, sondern wie man es wirklich in der Praxis lebt. Und das ist uns, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, ist wirklich praxistauglich zu machen. Und so hat man eigentlich nur eine Akzeptanz. Das ist einfach meine Erfahrung. Okay. Das heißt auch, die Kleinigkeit Corona, wie Sie es gerade eben nett formuliert haben, das heißt auch Hygienekonzepte laufen über Ihren Schreibtisch, werden umgesetzt, Vorgaben werden strukturiert oder wie stelle ich mir das vor? Ja, das, wie gesagt, ich Anfang des Jahres, glaube ich, war das ja so, da könnte was kommen. Ich habe sicher den ganz, ganz großen, tollen Vorteil, dass wir hier in der Stabsstelle Sicherheit eben auch breit aufgestellt sind. Ich mache das natürlich nicht alleine, sondern habe ein wunderbares Team mit ganz verschiedenen Fachbereichen und unter anderem eben auch aus dem Bereich der biologischen Sicherheit 2 erfahrene Virologen, einen Virologen, eine Virologin, eine ist jetzt im Ruhestand. Und wir haben ziemlich viel natürlich auch mit den Instituten schon gesagt, wir müssen da ganz, ganz vorsichtig sein, da wird sicher irgendwie was kommen. Und das kam natürlich dann relativ schnell. Und eigentlich bevor wir den ersten Fall in Freiburg hatten bei den Mitarbeitern, das war Mitte März in der Universitätsbibliothek, haben wir natürlich schon überlegt, wir brauchen Koordinierungsstelle, wir brauchen Ansprechpartner, wir müssen auch darauf aufmerksam machen. Es könnte jederzeit irgendwo einschlagen, sage ich mal. Man war im Frühjahr ja noch nicht so weit, dass man genau wusste, was tut man, schließt man Bereiche, wie geht das vor sich? Man wusste noch nicht sehr viel über Infektionswege. Und von daher haben wir sehr, sehr früh mit der Hochschulleitung eben Konzepte auch schon erstellt, das Koordinierungsteam aufgestellt und haben natürlich alle gehofft, dass wir es niemals brauchen. Ja, aber es kam dann eben doch, ich glaube, es war der Freitag, der 18. März, ich bin mir nicht ganz sicher, nachts um 22 Uhr ein Anruf vom Kanzler und sagt, Frau Markmeier, wir haben den ersten Fall jetzt in der Unibibliothek, was sollen wir tun? Und das hat letztendlich dazu geführt, dass die Unibibliothek am anderen Morgen dann geschlossen wurde und wir dann natürlich auch mit Gesundheitsämtern oder Gesundheitsamt gesprochen haben, wie gehen wir da vor? Und kurze Zeit später kam letztendlich der Lockdown, sodass wir dann das letztendlich nur noch umsetzen mussten.
Ja, und dann gehört natürlich, was Sie angesprochen haben, eigentlich alles dazu, ja, was Sie erwähnt haben. Also Hygienekonzepte wurden letztendlich sicher großteils von uns, von der Stabsstellensicherheit eigentlich mitentwickelt, verabschiedet natürlich von der Hochschulleitung in wirklich enger Abstimmung. Wir waren da auch in die Prozesse super gut eingebunden. Ja, da wurden einfach die Maßnahmen festgelegt. Was kann ich unter welchen Bedingungen noch machen. Und am Anfang war das sehr, sehr eng. Also man hat ganz strikte Maßnahmen festgelegt, wie überhaupt noch eine Präsenz möglich ist, quasi nach diesem ersten Lockdown eigentlich. Und dann hat man gesehen, okay, das Infektionsgeschehen entspannt sich wieder ein bisschen. Wir können das Ganze wieder ein bisschen weiterfassen. Ja, und im Moment sind wir wieder eher in diese Richtung, dass man es natürlich einschränken muss. Also von daher, ja, es ist schon auch so eine gewisse Bürde, will ich mal sagen, wo man sagt, kann ich dieser Verantwortung dann vielleicht auch gerecht werden? Die erwarten natürlich sicher auch zu Recht von uns vielleicht eine Einschätzung, wie soll das laufen? Entscheiden muss dann natürlich die Hochschulleitung und die Gremien der Universität. Aber man hofft natürlich, dass man die Entscheidungsfindung so ein bisschen natürlich auch gut fundiert mit begründen kann oder auch sag mal, die Vorlagen machen kann. Ja, und das ist bis jetzt immer, glaube ich, sehr gut gegangen. Also mit dem, was wir vorgegeben haben, lagen wir hoffentlich, glaube ich, immer gut und richtig. Und ja, vielleicht einfach, sage ich mal, es geht ja so ein Herz für Freiburg. Die Frage, was hat vielleicht die Universität auch als Beitrag geleistet? Ich meine, wenn man sich die Zahlen anschaut, Freiburg ist ja insgesamt mit der Inzidenz noch gut unterm Durchschnitt von Baden-Württemberg. Und ich hoffe mal, ich weiß es nicht, ich habe keinen Beweis natürlich dafür oder keine Daten, aber ich glaube, dass wir wirklich auch als Universität einen kleinen Beitrag, glaube ich, dazu leisten. Natürlich einmal Studienbetrieb weitgehend digital. Es finden sehr viele Präsenzveranstaltungen noch im naturwissenschaftlichen, medizinischen Teil, Studiumteil statt. Das kann ich nicht digital machen. Aber wir haben natürlich auch viele tausende Mitarbeitende, viele im Homeoffice, aber auch die in Präsenz sind, haben wir wirklich sehr, sehr, glaube ich, sehr, sehr gute Hygienekonzepte. Und vielleicht ist auch einfach so ein kleiner Erfolg, dass wir bislang wirklich noch kein größeres Infektionsgeschehen in der Universität sehen. Also das kann man nie ausschließen, aber bis jetzt hatten wir das Gott sei Dank noch nicht. Es war vielleicht mal eine Infektion, von der wir wissen, das ging an Mitarbeitende weiter, aber ansonsten nicht. Und das sehe ich schon auch wirklich als schon kleinen, hoffentlich Erfolg an, was wir einfach mit unserem Team, aber natürlich auch mit der ganzen Koordinierungsstelle und letztendlich auch ja allen an der Universität geschafft haben. Da muss natürlich jeder mitziehen, das ist ja vollkommen klar. Und da sind wir, glaube ich, ganz hoffentlich ganz gut aufgestellt. Davon bin ich überzeugt. Also ich finde es toll, dass Sie natürlich auch so viele Fachkompetenz im Hintergrund haben, so viele Koryphäen, die gemeinsam konzeptionell arbeiten können. Ich habe Ihnen gerade sehr aufmerksam zugehört und mir sind gleich ein paar Fragen eingefallen, die ich gerne sukzessiv hintereinander stellen würde, wollen, wenn es recht ist. Sehr gerne. Danke. Das Erste ist, Sie haben gesagt, Sie haben auch präventiv gearbeitet und Sie haben Konzepte erstellt, um vorbereitet zu sein in der Hoffnung, dass man die benutzt. Wie stelle ich mir das jetzt so konkret vor? Wir haben jetzt heute den Tag, wir gehen ab morgen in den nächsten harten Lockdown. Und es war ja nicht wirklich abzusehen. Also das heißt, die Vorlaufzeit ist ja nicht so, dass jetzt alle sagen konnten, hey, wir konnten uns 3 Monate auf den morgigen Tag vorbereiten, denn es war ja doch relativ kurzfristig. Bekommen Sie Ihre Informationen auch direkt aus den Medien oder haben Sie einen etwas kürzeren Draht, sage ich jetzt mal, und stelle ich mir das wie so ein Notfallteam vor, dass wenn jetzt tatsächlich so eine Information am Freitag um 23 Uhr quasi durch die Medien poppt, und dass sie dann sagen, okay, dann müssen wir uns auch am Wochenende zusammensetzen, weil wir genau wissen, wir müssen nächste Woche bereit sein. Mhm. Also es ist wirklich genau, was Sie eigentlich sagen. Also es ist einmal der Punkt, dass wir jetzt quasi
In der Phase, wo wir relativ niedrig waren im Sommer, haben wir einen Stufenplan aufgestellt. Das war der neuen Rektorin, Frau Professor Kriegelstein, ganz, ganz wichtig, dass eben auch die Universität einfach einen Handlungsleitfaden hat, wo man genau weiß, okay, wenn wir die Inzidenz haben, was passiert dann? Unabhängig, sicher zum Teil auch von den Vorgaben, die jetzt vom Ministerium kommen, weil natürlich das lokale Geschehen ganz elementar ist. Und das ist also der Rektorin ganz wichtig zu sagen, die Universität hat da eben auch natürlich einen Teil ihrer Verantwortung hier für den Bereich. Und ich glaube, es ist wirklich, wir sind damit die einzige Universität, die eben so einen Stufenplan aufgestellt hat, das von der Hochschulleitung verabschiedet wurde und man eben in die Universität kommuniziert hat, an alle Mitglieder, eben auch an die Studierenden, wo man sagt, okay, ich habe die Landkreise Emding, Breisgau Hochschwarzwald, Lörrach und Stadtkreis Freiburg, schaue mir die Inzidenzen an und dann, wenn ich quasi ein gewichtetes Mittel habe für diese Bereiche und ich komme über 50, was gilt dann? Ich komme über 100, was gilt dann? Über 200, was kommt dann, sodass man da genau schon festgehalten hat, was passiert eigentlich. Natürlich immer klar, das, was vom Land als rechtliche Vorgabe kommt, das gilt natürlich immer darüber hinaus. Das ist klar, die Universität kann natürlich da und will ja auch nicht irgendwie gegen irgendwelche Vorgaben, die rechtlich verbindlich sind. Aber das war eine große Hilfe, sodass man einfach eine gewisse Transparenz hatte und eine Planung. Das heißt, jeder wusste einfach, okay, nach dem Plan, wenn ich diesen Mittelwert über 3 Tage, das hat man einfach auch, um so Spitzen wegzunehmen, genommen, wenn ich den Wert habe, dann kann ich zum Beispiel, ich sag mal, keine Tagungen mehr machen oder keine Kongresse oder Präsenzunterricht gilt dann eben nur noch, wenn es verpflichtend ist. Also das war sicher ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann ist es wirklich so, es wäre schön, wenn es immer der Freitagnachmittag wäre. Es ist aber meistens der Sonntagnachmittag bis Abend. Und auch da haben wir eine unglaublich super tolle Kommunikation. Das heißt, dieses Koordinierungsteam, das läuft unter der Leitung des Kanzlers, aber auch in enger, natürlich sehr, sehr enger Verzahnung mit der Rektorin. Und als, ich glaube, das war die im September, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, oder Oktober, man kommt mit den ganzen Verordnungen ja wirklich durcheinander. Ich glaube, das war die neue Version im Oktober, die wieder große Änderungen gebracht hat, wo man sofort reagieren musste, kam Sonntagnachmittag und ab Montag gilt das. Und dann war das wirklich kurze Wege, also kurze Videokonferenz mit Rektorin, mit Kanzler, mit Justiziaren, mit den Zuständigen für die Lehre, mit uns. Und das, muss ich sagen, das hat wirklich richtig toll funktioniert, auch wenn wir es vielleicht nicht so wie vielleicht im Katastrophenschutz regelmäßig geübt haben, aber das hat funktioniert. Und das hat mich sehr beruhigt. Ja, und das es funktioniert wirklich in der Praxis gut, muss man schon so sagen. Also was ich schön finde, ist, dass der präventive Ansatz, also Gewaltprävention ist ja auch ein Teil jetzt vom Verein Sicheres Freiburg, dass man sagt, hey, der präventive Ansatz ist ganz wichtig. Und zu sehen, dass die Universität auch sehr präventiv gearbeitet hat, um schneller agieren zu können, beruhigend, ja, und faszinierend zugleich zu sehen, schön, also toll, dass sie so strukturiert sind. Das nächste, was mich interessieren würde, ist, weil ich teilweise auch Studierende unterrichte und in den letzten Wochen und Monaten die online unterrichtet habe und festgestellt habe, dass so eine gewisse Online-Müdigkeit eingetreten ist und die sich natürlich alle wünschen würden, möglichst in den Präsenzunterricht zu gehen. Also mir ist klar, und das war auch ehrlich gesagt eine Frage, die ich mir seinerzeit schon gestellt habe, wie ist denn das, wenn ich jetzt im Medizinbereich zum Beispiel, wie sollen da einige Sachen überhaupt online umsetzbar sein? Dass es sich Anatomie zum Beispiel darum geht oder irgendwelche speziellen Sachen auszuprobieren, eigentlich gar nicht möglich ist. Wie gewährleisten Sie so etwas und wie sieht da Ihre Zukunft aus? Also ich habe mit anderen Studierenden gesprochen, die meinten, jetzt habe ich angefangen und jetzt trifft man die Leute im Prinzip gar nicht und wo soll das hinführen? Jetzt sagen Sie, aber wir haben die Möglichkeit, Präsenz also Unterricht zu geben, wenn es denn nicht anders funktioniert. Wie genau stelle ich mir das vor? Also Sie sprechen da ein ganz wesentliches Thema an. Also das
kann natürlich und hoffe ich, dass es ja im nächsten Jahr uns nicht mehr allzu lange beschäftigen wird. Aber ich glaube, wenn man mal so ganz realistisch ist, wir werden sicher auch im Sommersemester 2021 und vielleicht auch noch im Wintersemester 2021, 2022 sicher auf digitale Formate nicht ganz verzichten können. Also ein Zusammenkommen von vielen, vielen hundert Studierenden plus Dozierenden in einem Raum, das wird auch im Wintersemester nächstes Jahr wahrscheinlich noch nicht möglich sein. Aber das war genau dieser Punkt, der auch in diesem Stufenplan der Hochschulleitung ganz wichtig war, eben auch zusammen mit den Studierenden, die verfasste Studierendenschaft AStA sind da ja auch ganz intensiv mit dabei, dass man natürlich gesagt hat, genau dieses am Anfang, gerade für Erstsemester zum Beispiel. Ich lerne ja meine Kommilitonen überhaupt nicht kennen. Und es war ganz großer Wunsch, und so ist es auch formuliert worden, wir müssen oder wir können uns das vollständige Digitale nicht leisten. Nein, umgekehrt. Wir können uns den vollständigen Präsenzbetrieb nicht leisten. Ja, aber wir wollen auch bei Vorlesungen, wollen wir versuchen, bei Seminaren wenigstens die Erstsemester, es war, glaube ich, am Anfang mal so mindestens 2 Veranstaltungen pro Woche einfach an die Uni zu holen. Und das wäre eben bei einer Inzidenz von 50 bis 100 wäre das noch machbar gewesen. Und genau quasi 2 Tage vor Semesterbeginn hat es dann eingeschlagen und dann ging das eben nicht mehr. Und das ist wirklich, glaube ich, ein ganz großes Problem, die Studierenden irgendwie an die Hochschule zu bringen. Ja, die sitzen jetzt in ihrem Zimmerchen, die sitzen bei Mama, bei Papa. Das universitäre Leben findet nicht wirklich statt. Und ich glaube, Sie hatten es angesprochen, wenn Sie auch selbst so einen Unterricht machen und jetzt so wie wir auch in der Videokonferenz sind, ich hatte heute auch schon ein paar weitere, das ist auch super anstrengend. Ja, also es fehlt der Kontakt. Es ist extrem, also ich finde es schon auch sehr, sehr belastend. Also das ist wirklich ein Thema. Ich sag mal, gut haben es im Moment bei uns wirklich so die Naturwissenschaftler, also was heißt gut? Vielleicht besser, die Naturwissenschaftler oder naturwissenschaftlichen Studierenden und die Medizinstudierenden und alles, was da so dazugehört, die einfach bestimmte Präsenzveranstaltungen machen können, jetzt zum Beispiel Labor oder auch in der medizinischen Ausbildung, weil ich das in keiner Weise über digitale Formate vermitteln kann. Und da hat ja die Corona-Verordnung Studienbetrieb das eben explizit auch ermöglicht, weil sonst, es war ja immer Vorgabe, die Studien müssen noch, also der Studienerfolg muss noch irgendwie möglich sein. Und das geht natürlich nur. Und durch sehr auch da glaube ich wirklich gute, ausgefeilte Konzepte, wo die Einrichtungen wirklich auch ganz, ganz hervorragend mitgearbeitet haben, können wir da glaube ich wirklich sagen, dass wir da ein gutes, sicheres Umfeld bieten können oder auch geboten haben und jetzt auch noch bieten. Sonst hätten wir da einfach ein ganz anderes Infektionsgeschehen. Und das hat zum Beispiel selbst in so Kursen funktioniert, wo man vielleicht zum Teilweise auch eine Nähe braucht. Also nehmen wir mal ein anatomisches Praktikum. Da bin ich mit 8 oder 10 Studierenden sehr nah eben an dem Präparat. Aber da haben wir dann gleich gesagt, okay, wir brauchen halt besondere Schutzmaßnahmen, wir brauchen da eben eine besondere Maske, wir haben ganz viel Lüftung. Es wurde in diesen Gruppen gearbeitet und es hat eben funktioniert. Wir hatten auch Fälle von Studierenden, von Mitarbeitenden, was aber nie nach unserer Kenntnis innerhalb der Einrichtung passiert ist, sondern das hat man sich einfach so im privaten Umfeld und es ist eben nie zu einer Infektion gekommen von anderen in der Uni. Und das ist, glaube ich, einfach ein Zeichen, dass es ganz gut funktioniert hat. Aber die Studierenden, die jetzt da diese Präsenzveranstaltung haben, haben natürlich da einfach die Situation, dass sie ihre Kommilitonen einfach auch kennenlernen. Deutlich besser. Und es gibt keine Kneipentüren mehr und Erstsemesterveranstaltungen und Erstsemesterhütten und alles das, was so lieb und teuer ist, ja, ist halt alles wirklich gestrichen worden. Und also ich bin froh, dass ich jetzt nicht Erstsemester bin. Definitiv. Also bin ich komplett bei Ihnen, weil das gehört ja auch dazu. Der Austausch ist ja auch eine reine Basis. Ja. Absolut. Bin ich bei Ihnen.
Was mich persönlich noch interessieren würde, ist, weil ich mich damit versuche, seit einigen Wochen näher zu beschäftigen, ich aber noch keine wirklich endgültige Lösung gefunden habe. Also die Haptik fehlt und natürlich, also ich bin dankbar, dass es die Webcam gibt. Klar, also wenn ich mir jetzt vorstelle, man würde die ganze Zeit bei so einem Unterricht nur ohne Kamera dabei sein oder die armen Dozenten, die quasi die Studenten gar nicht sehen können, halte ich alles für schwierig. Und ich habe jetzt mal nach virtuellen Räumen so ein bisschen Ausschau gehalten, weil ich mir denke, hey, als Star Trek-Fan, das wäre es doch was, wenn man irgendwann so ein Holodeck hätte, wo man sich treffen könnte. So weit sind wir natürlich noch nie. Ich habe mir mehrere Sachen angeguckt. Das Einzige, was einen halbwegs seriösen Eindruck in meiner subjektiven Wahrnehmung natürlich nur machte, war TreeCAD. Aber auch das ist von den Möglichkeiten noch, verzeihen Sie den Ausdruck, Lichtjahre davon entfernt, in eine Atmosphäre eintreten zu können, wo sie sagen, hey, okay, da habe ich das Gefühl, ich bin wirklich im Geschehen drin oder kann jetzt, also jetzt, ne, gucken wir mal wirklich weiter, wenn Sie gerade von dem Prep-Kurs gesprochen haben, also dass man da irgendwann mal sowas virtuell machen kann. Wie stehen Sie dieser Thematik gegenüber und in welcher fernen Zukunft sehen Sie da realistische Möglichkeiten? Also ich kenne mich jetzt echt mit diesen Formaten vielleicht nicht so wirklich gut aus. Also für mich ist es nicht, Sie hatten glaube ich Star Trek oder Star Wars, ich bin noch die Generation Raumschiff Enterprise. Ja, das ist da genau. Da wurde man gebeamt irgendwie. Ja, Scotty hat glaube ich gebeamt. Ja. Das wäre natürlich jetzt toll. Ja, aber ich weiß nicht, was es für Formate geben wird. Also ich glaube, man könnte jetzt nicht sagen, ich sag mal, bei der nächsten Pandemie, die hoffentlich noch lange auf uns warten lässt, sind wir da digital besser aufgestellt und können zum Beispiel solche Räume schaffen, wo ich dann einfach mich irgendwo hinstelle und ich beame die Leute da irgendwie rein. Ja, und die können da agieren und ich habe mein virtuelles Labor und gibt es ja sicher schon viel. Aber also ich muss einfach sagen, wenn man mich im Februar gefragt hätte, also jetzt Frau Magmeier, Mitte März wird hier alles auf digitale Lehre umgestellt, mit Ausnahme dieser Präsenzveranstaltung, dann hätte ich gesagt, ja, geht es denn noch, ja? Hätte ich mir nie vorstellen können, dass eben es wirklich fakultätsübergreifend in allen Fakultäten möglich war. Also die Studien konnten unter sicher zum Teil vielleicht auch anderen, ich will gar nicht sagen schlechteren, anderen Bedingungen, sind die einfach durchgezogen worden. Und das war eben in der theologischen Fakultät, bei den Juristen, bei den Wirtschaftswissenschaftlern, also alle, die normalerweise wirklich von diesen Vorlesungen in Präsenz natürlich auch leben, hat das funktioniert. Und eigentlich von 0 auf 100, also auch bei denen, die solche Formate überhaupt nicht gemacht haben, also unsere Mikrosystemtechnik zum Beispiel, IMTEC, Technische Fakultät, die hat immer auch schon zum Teil mit solchen Formaten gearbeitet, aber da, wo es eben sowas noch nicht gab, hat es funktioniert. Und ich meine, es war im März ein Thema, dass man keine Webcam kaufen konnte, ja. Auch das kennen Sie sicher. Und es hat trotzdem funktioniert. Und das muss ich wirklich sagen, echt alle Achtung. Also da kann man echt stolz drauf sein. Und das hat, glaube ich, auch die Direktorin und auch, ich glaube, man sagt Altrektor Shiva, die haben das immer wieder betont, dass man da wirklich echt wirklich stolz sein kann auf die gesamte Uni, inklusive der Studierenden, die mussten sich halt einfach irgendwie drauf einlassen und haben es gemacht und es hat mehr oder weniger funktioniert. Da bin ich bei Ihnen. Ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich mir durch Zufall im Januar und im Februar zwei Webcams gekauft habe. Das war eine gute Entscheidung. Das war eine gute Entscheidung. Genau. Weil die Preise sind ja, also erst gab es gar nichts. Mhm. Und wenn ich mir das jetzt angucke, dann ist es ja zum Teil fünffach so teuer geworden. Verschämt. Ja, und da habe ich auch dreimal auf Holz geklopft und dachte, ja, gut. Genau. Ja, Anfang des Jahres mich ausgerüstet habe. Okay, wir nähern uns auch schon so ganz, ganz langsam dem Ende des Interviews von Dr. Marc Meyer-Pines. Gibt es noch irgendetwas, wo Sie sagen, das liegt Ihnen besonders am Herzen, den Fokus drauf zu legen oder vielleicht auch einen Blick in die Zukunft zu richten? Oder Sie sagen, also das ist ein Thema, da würde ich gerne besonders genau hinschauen. Ja, einfach aus dem Herzen noch irgendwas kommt. Also mein größter Herzenswunsch ist im Moment sicher, wie kommen wir jetzt einfach gut über die Feiertage?
Ich glaube einfach natürlich, es hätte nicht jetzt irgendwie so weit kommen müssen, wie es jetzt gerade ist. Aber gut, da muss man wahrscheinlich, müssen sich viele und man selber vielleicht auch irgendwie an die Nase fassen, weil man im Sommer vielleicht sich so ein bisschen in der Sicherheit gewährt hat oder gesehen hat, die jetzt eben doch nicht so da ist. Und ich glaube einfach so, dass so ein bisschen durchgekommen ist. Also wir machen jetzt mal ein bisschen Teil-Lockdown und dann wird das schon alles gehen und dann kann man Weihnachten eben so feiern wie sonst auch. Also das persönlich, glaube ich, war eine falsche Botschaft, aber das ist jetzt einfach das ist nicht die Meinung der Universität, sondern das ist sozusagen meine Herzensangelegenheit und ich hoffe halt einfach, dass jetzt die Maßnahmen wirklich dazu beitragen, dass es runtergeht. Wir haben natürlich auch sehr intensive Austausch mit der Uniklinik, also zum Beispiel über den betriebsärztlichen Dienst und man bekommt natürlich damit, es ist, glaube ich, nicht ein Thema, sozusagen Belastung der Intensivbetten, die sind jetzt vielleicht bei Bundes- oder Baden-Württemberg bei 84%. Aber das sind ja auch Personen, die da arbeiten, die sind maximal belastet. Ich glaube, wir müssen einfach alles tun, nicht sozusagen, was kann ich noch tun, damit ich so gerade nicht an 100 komme, sondern was kann ich tun, dass ich vielleicht eher auf 50 komme oder runter. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen, was mir, wo ich sagte, das kann eigentlich nicht der Punkt sein, nur auf die Intensivbetten zu schauen, sondern einfach versuchen, runterzukommen. Und das war auch teilweise in Diskussion an der Universität immer wieder, ja, kann ich nicht doch dieses Apero machen und kann ich das machen? Im Sommer war das ein Thema. Dann, nee, lieber darauf verzichten. Jeder Fall, den wir nicht haben, ist ein guter Fall. Das ist jetzt kein Thema mehr, aber das wird nächstes Jahr, wenn es wieder schöner wird, wird das bei uns auch wieder ein Thema sein. 100 pro. Da bin ich ganz bei Ihnen. Frau Dr. Markmeier-Pieles, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen von Herzen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir im nächsten Frühjahr, wenn das alles ein bisschen besser ist, uns vielleicht mal auf eine Tasse Tee oder auf eine Tasse Kaffee persönlich begegnen. Ja, super. Vielen, vielen Dank, Herr Bodke. Also ich habe mich sehr gefreut. Und das wünsche ich Ihnen auch. Bleiben Sie gesund und alles, alles Gute. Und Weihnachten schön Corona-konform feiern. Ja, selbstverständlich. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.